Moin Leute und willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich mir gedacht, neues Spielzeug ist da, dann machen wir doch glatt nochmal ein vernünftiges Video. Weil dieser Wackeldackel, das ging ja wirklich einem auf den Sack. Jetzt sind die Videos, denke ich mal, viel anschaulicher. Manche Leute kommen ja auch dieses Gewackel nicht klar, ich eigentlich ehrlich gesagt auch nicht. Jetzt habe ich mir einen Gimbal besorgt, juhu! Und er ist heute endlich angekommen. Da dachte ich mir, machen wir doch einfach mal einen neuen Rundgang beim Teich. Damit das alles auch viel anschaulicher wirkt und nicht so verwackelt ist. Ja, gehen wir mal los. Heute ist es eigentlich relativ schön. Relativ, trotzdem arschkalt und der Wind ist. Aber es geht, ne? Ja, mittlerweile haben wir es auch schon 14.30 Uhr, der 29. Dezember. Dezember. ja. Schauen wir mal rum. Ich fühle mich immer noch ein bisschen komisch, wenn die Kamera läuft. Oh, der Wind nervt mich auch so, dass ich heulen muss. Ich hasse kalten Wind in meinen Augen. Ja, hier ist unser Holzstand. Da haben wir unser ganzes Holz drin. Was wir hier so zum Lagerfeuer oder zum Basteln benutzen. Ja. Ja, hier wollen wir auch noch viel machen. Wir chillen hier ziemlich gerne. Angeln tun wir hier auch gerne, aber leider klauen uns die Fischhaier, Waschbären, was auch immer, Fisch, Otter, immer schön die Fische. Also viel ist jetzt so zur Zeit nicht drin. Ich drehe mich einmal. Und ist viel besser, ne? Wackelt nicht mehr. Und man kann vernünftig gucken. Ja, ja, hier ist halt unsere Hütte, Container. Da haben wir, wie man sehen kann, schon ein bisschen was angebaut. Das wird halt alles noch überdacht, damit wir hier auch vernünftig chillen können. Im Container haben wir noch einen kleinen Ofen, der uns da einen warmen Arsch macht im Winter. Ja, das Ganze wird halt noch überdacht und dann wollen wir uns nochmal schön Schwarten holen. Da wird das alles noch mit Schwarten vernagelt, damit das auch so ein bisschen naturmäßig aussieht. Ja, der Container. Hier waren früher mal Zuchtbecken, kann man immer noch Zucht machen, aber es ist halt alles voll mit Schlamm und man muss hier erstmal eine ganze Menge machen. Und dieser Aufbau nervt eigentlich auch total, wenn man da Fische reinsetzt und sie wieder rausholen will, ist Katastrophe, weil da durchrobben, wie gesagt, mit Schlamm, nicht so schön. Ja. Rocken wir einfach mal am Teich rum, damit ihr das Ganze nochmal sehen könnt. Ohne den Wackeldackel. Ja, das sah früher alles noch mal viel geiler aus. Die Insel war noch komplett mit Bäumen ringsrum. Hier aber alle schon zum größten Teil von unten tot waren, was dann halt auch nicht mehr so schön aussah. Aber das sah mal richtig cool aus. Kommen aber neue Bäume. Die werden jetzt nächstes Jahr im Frühjahr besorgen wir uns neue Bäume und dann werden da neue Bäumchen gepflanzt. Quasi also ein bisschen als Sichtschutz auch und so weiter. Ja. Aber es ist doch recht kalt, wie ich finde heute. Meine Finger fallen schon langsam ab. Ja. Hier, gönnt euch nochmal die Sonne, bevor wir sie nicht mehr sehen. Geht leider nicht alles auf einmal. So locker sitzt der Geldbeutel nicht. Aber geil, oder? Hier lässt sich's aushalten. Und mit dem ruhigen Kamerabild, denke ich, wird das in Zukunft auch viel besser. Kann nur besser werden. Wenn ich meine Schüchternheit vor der Kamera noch ein bisschen abgelegt habe. Aber ist schon viel besser. Ja. Bisschen Eis kann man heute auch sehen. Ich hoffe, man sieht's. Oh, zart. Wäre ja geil, wenn wir mal so richtig knackigen Winter wieder kriegen, damit man mal wieder Schlittschuh laufen könnte. Aber das ist wahrscheinlich ein Träumchen. Aber zu weit im Norden hier.
Ja. Und Schnee wäre natürlich auch Bombe, ne? Den hätte ich auch gerne mal wieder. Ja, hier natürlich auch richtig geil mit der Brücke, die zu der Insel führt. Muss man sich mal vorstellen, die Insel war komplett, da ist kein Gras drauf gewachsen. Seitdem die Bäume alle weg sind, na gut, waren Harzbäume, da wächst ja bekanntlich nichts mehr drunter. Seitdem die weg sind, Alter, ist das eine richtig schöne grüne Insel. Jo. Und das war es eigentlich dann auch schon vom Rundgang, vom neuen Rundgang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst natürlich ein Like da. Und wenn ihr in Zukunft mehr sehen wollt, abonniert meinen Kanal.